Und zwar mit einer kleinen sanften Einführung vielleicht in die nächste Woche. Das Stück heißt In der Kantine. Und hier ist der Text dieses Mal von Christoph Scheidt und Regie geführt hat die Josephine, also genau andersrum. Viel Spaß. Was haben Sie denn heute Feines im Angebot? Tagangebot, Menü 1, 1 kalter Braten für den 4,80 Euro. Oder Menü 2 hätten wir dann höhere Frikadelle mit Pommes und Getränk 5,30 Euro. Ja, wunderbar. Prima. Dann machen Sie mir bitte den Kaiserbraten mit Pommes. Nein, Kaiserbraten ist mit Püree, nicht mit Pommes. Pommes mit Menü 2. Ja, dann machen Sie mir bitte dann das Menü 2, Pommes und Getränk mit Kaiserbraten. Nein, nein, mein Herr, der Koch hat das so bestimmt, dass das schmeckt. Und Püree schmeckt nicht. Aber mir schmeckt das nicht. Also mir schmeckt die Püree-Frikadelle nicht und der Püree auch nicht. Deswegen für mich bitte Kaiserbraten mit Pommes. Unser Koch weiß aber, was schmeckt. Entweder Menü 1 oder Menü 2 mit Getränk. Das dürfte doch für Sie kein Problem sein. Den Kaiserbraten mit Pommes. Ja, aber wie, bitte schön, soll denn das gehen? Sie brauchen doch nur Ihre große Schaufel zu nehmen, statt in den Püree, in die Pommes, auf den Teller und mir aufs Tablett. Aber das ist ja nicht das Problem. Sondern? Die Kasse. Ich muss es da einbongen. Und das ist kalkuliert. Und dann hätten Sie ja auch nur ein halbes Getränk zu den Pommes. Wissen Sie was? Geben Sie mir bitte einmal Menü 1 und noch einmal Menü 2. Ich esse, was mir schmeckt und der Rest fliegt in den Müll. Um Gottes Willen, in den Müll! Lass die anderen sehen. Die Gäste, die denken ja, es schmeckt bei uns nicht. Dann machen Sie es doch bitte, wie schon gesagt. Machen Sie mir bitte die Pommes mit dem Kaiserschmarrn. Ich zahle Ihnen die 5,30 Euro und das Getränk können Sie auch noch weglassen. Geht das? Okay. Ausnahmsweise. Danke. Damit Sie den Verkehr nicht aufhalten. So, das stimmt so. Auf Wiedersehen. Bitte? Ich hätte gern das Menü wieder hervor mir. umgedreht, wie meinen Sie das? Frikadelle mit Püree. Das schmeckt aber nicht. Doch.
Ja, vielen Dank.